Hey Freunde, damit herzlich willkommen bei eurem Tunefer. Ihr habt es im Titel schon gesehen, ein neuer Five Nights at Freddy's Security Breach Trailer ist endlich da. Außerdem haben wir jetzt auch endlich ein Release-Datum und wir kriegen das Spiel noch dieses Jahr. Ich habe schon nicht mehr dran geglaubt, aber es passieren noch Zeichen und Wunder. Das heißt, am 16. Dezember kommt endlich Five Nights at Freddy's Security Breach. Wenn ihr da drauf genauso gehypt seid wie ich, lasst einen Daumen nach oben auf dieses Video da. Schreibt in die Kommentare, worauf ihr euch am meisten freut bei FNAF Security Breach. Ich persönlich habe am meisten Bock darauf, dass das endlich mal ein offizielles FNAF-Game ist mit Free Roam. Das hatten wir vorher noch nie als offizielles FNAF-Game und ich bin echt gespannt, wie die das umgesetzt haben. Ansonsten lasst natürlich gerne ein Abo auf den Kanal da. Kostet euch gar nichts, das Abo dazulassen, aber ihr werdet FNAF Security Breach dann auf jeden Fall nicht bei mir verpassen und wir schaffen es dann dieses Jahr noch in Richtung 200.000 Abos. Wir sind mit Vollgas unterwegs und wenn ihr weiter so kräftig abonniert wie im Moment, dann schaffen wir das. Deswegen, haut den Abo-Button, bis ihr nicht mehr könnt. Und wir gehen jetzt erstmal rein in den neuen Security Breach Gameplay-Trailer. Hier sollen wohl einige krasse Sachen und viele coole neue Infos drin sein. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe mir nichts zu dem Trailer vorher angeguckt. Ich habe so ein, zwei Titel von ein paar YouTubern gelesen, schon von ihren Trailer-Reaktionen. So, ah, das ist drin und hey, das ist cool. Aber ich selber habe mir extra noch nichts angeguckt, damit ich gleich genauso überrascht bin wie ihr, falls ihr den Trailer noch nicht gesehen habt. Aber wahrscheinlich habt ihr ihn schon gesehen, oder? Bin wie immer der Letzte. Ah, wir hören jetzt auf mit dem langen Rumgelaber, Leute. Wir starten jetzt den Trailer. Der Trailer geht 2 Minuten und 8 Sekunden. Und wir werden uns den Trailer jetzt einmal komplett angucken. Ha? Ich werde nicht da reinlabern, außer was echt Krasses passiert. Wir werden ihn jetzt einfach erst einmal zusammen genießen, gucken, was da alles drin ist. Und dann schauen wir, was wir so an Details finden können. Ha? Ist ein Deal, oder? Also starten wir mal rein. Ladies and gentlemen, thank you for visiting, and we hope you enjoyed the show. Freddy okay, and the creepy. Gang are pretty tired, but they'll be back again next week after a few days of scheduled maintenance. Yo, was ist das für ein Train? Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex is now closed, initiating nighttime protocols. No, no! Wait, I'm still here! My son! I warned you! Ah ja, okay. You should be able to escape when the security doors reopen at 6 a.m. Until then, keep moving and try not to draw attention to yourself. If there is another way out, I will help you find it. Ooh. I promise. Alter. Please make your way to the front of the building, where you will be given novelty glasses, a voucher for one free soda refill, and where you will sign a legal disclaimer releasing us of all liability for anything that might have happened during your visit. Have an awesome night, and we'll see you again soon. Would you like to take a short survey about your experience? Yo. PlayStation. Ja, PlayStation, Digga. Okay, der Trailer hat mich jetzt ein bisschen geflasht, muss ich sagen. Da waren viele Sachen drin, mit denen ich nicht gerechnet habe. Auf jeden Fall erstmal ein mega krasser Trailer. Wir haben ultra viel vom Gameplay gesehen. Ich meine, da steht auch Gameplay-Trailer, aber manche Gameplay-Trailer haben nicht so viel Gameplay. Sind wir mal ganz ehrlich. Auf jeden Fall echt cool. Man konnte endlich mal viel sehen, was da im Pizzaplex so abgehen wird. Und es sieht gar nicht gut aus. Ich habe keine Ahnung, was das hier am Anfang für eine Szene mit Glamrock Chica ist. Moment. Es sieht auf jeden Fall sehr stark danach aus, als würde Glamrock Chica da irgendwas essen. Ich weiß nicht was, aber ich weiß auch nicht, ob ich es wissen will.
Ansonsten haben wir hier auf jeden Fall auch echt coole Szenen, an denen wir auf jeden Fall ganz klares Free Roam sehen können. Wir können uns hier scheinbar also auf jeden Fall dann in diesem riesigen Pizzeria-Freizeitpark, ist das ja schon fast, komplett frei bewegen, scheinbar, so wie das aussieht. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht in unterschiedliche Bereiche eingeteilt ist oder so, aber wir können auf jeden Fall uns frei bewegen, was mega cool ist, vor allem in dem Setting. Und hier an der Stelle sieht man dann, press hier eine Square to push over cans, ne, ist ja hier ein PlayStation Gameplay Trailer, aber man kann scheinbar so Dosen hier umschmeißen, um dann in dem Fall zum Beispiel Chica abzulenken. Wir werden also bestimmt einige Sequenzen haben, in denen uns die Animatronics gehörig auf den Sack gehen, vermutlich auch in ziemlich engen Räumen oder in, keine Ahnung, irgendwelchen verschachtelten Gängen, wo wir dann uns die vermutlich durch Ablenkung vom Hals halten müssen, weil wir sind ja ein kleiner Junge, der da eingesperrt wird, über Nacht, in diesem Pizzaplex. Und ja, das wird nachts bestimmt gar nicht freundlich. Aber wir haben natürlich wenig, um uns zu verteidigen. Also müssen wir natürlich für Ablenkung sorgen. Und wir können ja auch uns in Glamrock Freddy verstecken und mit dem irgendwie zusammenarbeiten. Das war ja irgendwie auch in den anderen Trailern schon so eine Theorie. Oder wurde schon so gesagt, dass wir mit Glamrock Freddy ja irgendwie, ja, dass der uns sozusagen hilft, des Nachts da drin zu überleben. Also auf jeden Fall nicht schlecht, einen Animatronic auf unserer Seite zu haben. Weil wie gesagt, das scheint hier nachts ziemlich saftig zu werden, ne? Ich meine, wir haben Vanny, die hier drin irgendwo rumläuft. Wir haben Montgomery Gator, wir haben Roxanne Wolf, wir haben Chica. Dann haben wir noch diese beiden, ich weiß gar nicht, wie diese beiden anderen Animatronics heißen, aber den Kollegen hier und den Kollegen hier irgendwie, ich weiß nicht, wie die heißen. Der eine irgendwie so ein Sonnengesicht und der andere so ein Mondgesicht. Ich weiß leider die Namen nicht von denen, aber die sind auf jeden Fall auch alles andere als freundlich. Und hier haben wir dann auch nochmal irgendwie so ein Kamerasystem. Also vermutlich müssen wir wirklich in einem ziemlich großen Bereich nachts überleben, so wie man das hier sieht. Ich meine, die Minimap hier unten hat ziemlich viele verschiedene Kameras und ist relativ groß. Und hier oben haben wir Kameras, wir haben eine Karte, wir haben Missionen und Nachrichten, vermutlich Notizen oder sowas. Und das scheint hier schon ein verdammt großes Areal zu sein. Ihr habt es gerade gehört. Die Sicherheitstüren öffnen sich morgens um 6 Uhr. Bis dahin müssen wir überleben. Also unsere klassischen 6 Uhr morgens. Bis dahin müssen wir durchhalten, während wir hier von allen möglichen Animatronics gejagt werden. Und dieses ekelige Vieh, das ist ja Music Man, oder auf jeden Fall der Kopf von Music Man, und ist irgendwie eine Spinne oder ein riesiger Tausendfüßler oder so. Auf jeden Fall mega creepy und mega ekelhaft. Ich meine, wer ist er? Komm, einfach hier aus der Wand rausgekrochen. Und dann werden uns hier nochmal alle Charaktere vorgestellt, ne? Roxanne Wolf natürlich. Wir haben Glamrock Chica. Glamrock Chica geht's auch gar nicht gut. Wir haben Montgomery Gator, der ziemlich cool aussieht und ziemlich stark ist. Und natürlich Freddy Fazbear oder Glamrock Freddy. Und natürlich haben wir Vanny, die uns auf jeden Fall das Leben schwer machen wird. Have an awesome night, and we'll see you again soon. Und keine Ahnung, was das da am Ende für merkwürdige Biester sind. Sieht, die haben hier irgendwas drauf stehen. In your dreams? In your, was steht denn da? Ja, ja, doch, da steht auf jeden Fall in your dreams. Ja, in your dreams. In deinen Träumen. Die sehen mega creepy aus, wie irgendeine komische Version von Puppet oder so. Oder von den Mini-Renas. Aus Sister Location? Keine Ahnung, auf jeden Fall sehr ekelhaft. Und hier am Ende sehen wir dann nochmal das Release-Datum. 16. Dezember 21. Nur noch knapp eine Woche und einen Monat. Und dann, also 5 Wochen noch. Und dann können wir endlich Security Breach spielen. Es hat auch lang genug gedauert. Aber wie gesagt, in diesem Trailer wirklich extrem viele
coole Infos drin. Wir sehen hier nochmal diese nicht so gesunde Version von Chica. Aber wir haben viel vom Gameplay gesehen. Wir sind definitiv Freeroam unterwegs. Die Karte scheint ziemlich, ziemlich groß zu sein. Und ich glaube, wir werden viele verschiedene Level haben und verschiedene Rätsel lösen müssen. Weil, wir haben es ja gehört, keep moving. Bleib in Bewegung, überlebe bis 6 Uhr. Wir werden wahrscheinlich durch diese Location durch müssen, durch verschiedene Sektionen, verschiedene Level, Rätsel lösen, vor Animatronics abhauen und irgendwie bis 6 Uhr durchhalten, während da uns einiges ans Leder will. Aber ich glaube, das wird eine ziemlich große Location. Es wird ultra interessant werden, weil es gibt garantiert richtig viel zu entdecken und richtig viel guten Grusel und ekelhafte Jumpscares. Safe. Und jetzt ist es zum Glück nicht mehr lang, nur noch 5 Wochen. Deswegen hoffe ich, ihr seid dann auf jeden Fall dabei, wenn das Game endlich rauskommt. Ich bin auf jeden Fall gehypt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video in Vorfreude auf Security Breach. Es ist nicht mehr lang. Deswegen abonniert, damit ihr das Video nicht verpasst, wenn es losgeht. Wir sehen uns dann. Macht's gut und bis dahin.